Trotz drei Treffer von Mario Gomez innerhalb von 7 Minuten verpasst der VfL Wolfsburg einen Befreiungsschlag im Abstiegskampf. Auch Bayer Leverkusen tritt weiter auf der Stelle. Die drei Tore des deutschen Nationalstürmers am Sonntagabend, 2.4.2017, konterte Kai Havertz in der 90. Minute mit dem Treffer zum Endstand von 3:3-1:0. Nach dem 26. Spieltimungsgesetz liegt der VfL einen Punkt vor dem Relegationsplatz 16, Bayer 2. Gomez, 80. 83. 87. Foulelfmeter, hatte das Spiel mit einem der schnellsten Hattricks der Bundesliga-Geschichte nach 0:2 Rückstand auf den Kopf gestellt. Havertz, der eingewechselte 17-Jährige, traf am 43. Geburtstag des Bayer-Trainers Taifun Korkut noch zum Ausgleich. Wolfsburg bleibt unter Trainer Andries Janker weiter ungeschlagen. Janker, wir haben immer daran geglaubt. Auch im 9. Spiel 5 bei den Bayern und 4 bei Wolfsburg unter dem niederländischen Coach war Gomez erfolgreich und erzielte dabei 15 Tore. Wenn wir hier verloren hätten, dann wäre das eine Enttäuschung gewesen. Wir haben immer daran geglaubt, das Spiel zu drehen, sagte Wolfsburgs Trainer Janker und verteilte ein extra Lob an seinen Stürmer, es wird allmählich wirklich ein Märchen. Das ist unglaublich eigentlich. Es passiert einfach und es macht uns richtig Spaß natürlich. Die Führung für die Gastgeber erzielte Nationalspieler Karim Bellarabi, der in der 40. Minute ein präzises Zuspiel von Charles Aranguiz zu seinem zweiten Saisontreffer verwertete. Für Bayer war es wettbewerbsübergreifend nach 303 Minuten ohne Torerfolg der erste Treffer. In der 65. Minute traf Nationalspieler Kevin Volland nach feinem Hackentrick des eingewechselten Havertz zum 2:0. Bayer, das kurzfristig auf Torjäger Javier Chicharito Hernandez, Oberschenkel, und Kevin Kamplich, Infekt, verzichten musste, agierte vom Start weg mit drei gelernten Stürmern. Admir Mehmedi, Kevin Volland und Routinier Stefan Kiesling, der nach langer Zeit mal wieder in der Startformation stand, stellten die Wolfsburger Hintermannschaft vor ihrer neuen Nummer 1 Köln Kastils aber zunächst vor keine großen Probleme. Wolfsburg stellt Bayer vor Probleme. Vor 28.576 Zuschauern, darunter der ehemalige VfL-Sportchef Klaus Allofs, hatten die Gäste in der 12. Minute die erste gute Möglichkeit, als Richard Leibazöer Nationaltorwart Bernd Lennehö mit einem beherzten Schuss von der Strafraumgrenze prüfte. In der 22. Minute hätten die Niedersachsen in Führung gehen müssen, aber Gomez, der bereits 4 Minuten zuvor an Lennehö gescheitert war, verpasste um Haaresbreite eine hervorragende Hereingabe von Feirinha. Bayer agierte zunächst viel zu einfallslos und versprühte erstmals bei einem Weitschuss von Bellarabi in der 43. Minute etwas Gefahr. 6 Minuten später gelang dem Offensivspieler mit einer herrlichen Direktabnahme die glückliche Führung der Hausherren. Auch nach dem Seitenwechsel waren die Wolfsburger über weite Strecken tonangebend und brachten die instabile Bayer-Defensive ein ums andere Mal in große Verlegenheit. Gomez sorgt für verrückte Schlussphase. Nachdem Gomez bereits kurz nach Wiederanpfiff eine gute Chance hatte, scheiterte er freistehend in der 53. Minute einmal mehr an Lennehö. Nach dessen starkem Reflex kratzte Aranguiz den Ball dann von der Linie. Wenig später verpasste Luis Gustavo knapp das Ziel, ehe Volland Wolfsburg den nächsten Schock versetzte. Die Gäste versuchten anschließend alles und sorgten damit für eine verrückte Schlussphase, aus der letztlich kein Sieger hervorging. Schon am Mittwoch, 5.4.2017, geht es für beide Teams in der Bundesliga weiter. Während Leverkusen in Darmstadt antritt, empfängt Wolfsburg den Aufsteiger Freiburg.